So, hier ist nämlich erstmal das Leuchtfeuer, das nächste. So. Können wir in Ruhe rasten. Und hier wird es jetzt etwas garstig. Denn ich sage nur zwei Sachen. Erstens Glocke nicht betätigen. Au. Zweitens komische Geister. So. Die aus komischen Grabsteinen spawnen. Und Glocke geläutet. Okay. Zum Glück ist der Grabstein weg. Zwei Menschenbilder. Und ich raste hier einfach mal. So. Denn sobald der Grabstein weg ist, ist das gut für uns. So, da sind noch zwei Glocken. Mehrere Glocken. Mich interessiert aber zuerst der Grabstein. Oh. Da ist noch ein Grabstein gewesen. Ja, kleine Aufklärung, während ich hier um mein Leben kämpfe. Erstmal spawnen hier endlos Hüllen und läuten Glocken. Zweitens spawnen aus diesen Grabsteinen diese Geister. Und zwar zum einen, wenn wir zu nah rangehen. Wie jetzt. Zum anderen, wenn Glocken geläutet werden. Hey du. Deswegen ist das Beste, was wir machen können, die Grabsteine zerstören und dabei vermeiden, Glocken zu berühren. Also Glocken anzuhauen. Oh ja. Da oben war was. Aber netterweise ist da eine Leiter für uns in der Ecke. Oh, und jetzt ist hier runtergestürzt. Getrockneter Finger, Ketenleuchtfeuer. Und das war jetzt unnötig, aber gut. So. Und ja, die droppen weiße Kapuzen. Also die Hexen droppen schwarzes Zeug, die Jungs droppen weißes Zeug. So.
Damit ist auch der Grabstein weg. Und wir dürften hier eigentlich recht sicher sein. Meinst du, ich sehe dich da nicht? Das heißt, du rufst beim Spawn niemanden mehr. So. Hier drin wird's etwas hässlich. Wir kriegen nämlich mal wieder Besuch vom namenlosen Thronräuber. Oh. Da ist ja auch schon. Und ja, es ist eine Sie. Die zum Glück nicht viel drauf hat, außer dass sie sehr schnell ist. Im Speer ist das eigentlich fast schon Easy Mode. Willst du dich nicht rumdrehen? Nein, dann stirbst du halt eben so. Angreifen wird benötigt. Ah. Da war wieder mal einer versteckt, also bewerten wir das. Hilfe. Geist voraus. Ah ja. Und da habe ich auch schon einen gesehen. Ja, im Gegensatz zu den Geistern aus Dark Souls 1 kann man die wenigstens immer angreifen. Und wenn man genau hinsieht, ist hier irgendwo eine Geheimtür. Genau. Ey. Ja. Hier drin ist was versteckt, was wir auch auf Dark Souls 1 kennen, wobei es hier einfacher zu erreichen ist, nämlich die Evelyn. Also die super Repetierarmbrust. Und eigentlich so schlecht, wie mein Speer gerade aussieht, sollte ich nochmal zurück und ihn reparieren. So, hier ist ja alles zerbröselt. So. Weil die Geister und die Zombies und Skelette und so weiter, die kann ich alle ignorieren. Ich muss nur hier durchreißen. Die da oben ignorieren und bin durch. Ja, außer dir. Komm. Du hast das überlebt. Wie uncool. Okay. Jetzt kommt der garstige Teil dieser Sache. Du bist aber wirklich gut versteckt, ey. Ey, den da will ich töten. Der nächste ist auch recht gut versteckt, wollte ich sagen, aber da ist ja noch einer gewesen. Jetzt kommt hier der garstige Teil. Ich glaube, ich wechsle dafür mal auf den Speer. Und werf meinen Heilstein ein. Hau mal hier drauf. So. Verpass ihm mal eine, wollte ich sagen. Aber scheinbar macht das nicht wirklich viel Schaden. Okay. Das heißt, ich kann zurück auf den Heidespeer wechseln. Sobald ich geheilt bin. Wow. Und am besten ihn zweihändig nehmen.
Wow. Ja, ihr Schaden hält sich in Grenzen. Dafür sind sie. Erhalten sie verdammt viel aus eigentlich. So, der versteckt sich jetzt wieder hinter seinen Schilden. Schau wieder. Au. Da hat mein Schild leider nichts gebracht und ich komme nicht weg von ihm. Wow. Huba. Ja, der konnte auf mich einprügeln, während ich da lag. Das war jetzt gerade richtig, richtig garstig. Viel Erfolg. Ja, das werde ich brauchen. Danke. Denn hier kommt nämlich wieder eine sehr, sehr böse Ecke. Deswegen nehme ich gleich meinen Speer zweihändig. So. Und renn gleich einfach mal in diese Richtung, egal was passiert. Und zieh diesen Hebel. So, damit ist nämlich alles andere egal, wie man sehen kann. Habe ich gerade eine Abkürzung freigeschalten. So. Das heißt, wenn ich jetzt da unten drin sterben sollte, was wahrscheinlich passieren könnte, wenn man sich die Anzahl der Geister hier ansieht. Au. Und ihre... So, Nervigkeit. So, ich muss erstmal das hier loswerden. Der Geist interessiert mich nämlich nicht so sehr. Und genau das meinte ich mit, ich werde hier sterben. Aber ist egal, ich habe den Weg frei gemacht. Also man muss sich merken, der Gang mit dem, mit der Spurrille, sag ich mal, mit der Rille ist der Weg zur Abkürzung. So. Und wenn ich hier einfach durchgehe, kann ich hier abkürzen. Also hier war vorhin die Nebelwand übrigens. So, dann suche ich mal den nächsten Grabstein. Wow. Au. Das war unfair. Ich ignoriere dich jetzt mal einfach. Du bist nämlich von deinem Grabstein weit genug weg. Wow. Dein Kumpel könnte aber lästig sein. So. Der ist aus der Nische gekommen. Nein, ist er nicht. Da war nur eine Glocke drin. Ach, aus der Nische ist er gekommen. Und wieder bin ich tot. Hm. Weil ich zu übermütig war mal wieder. Nicht gut.
Egal, ich habe jetzt nur noch wirklich den einen Grabstein da hinten. Und dann kann ich mich in Ruhe in dem Gebiet umsehen, weil die Hüllen da sind kein Problem. Auch wenn sie dauernd respawnen. Also ja, diese Abflussrinne hier meine ich.